Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nicht bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacano. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und wanderte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Jackie, schön dich zu sehen. Hallo. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Nein, das andere rechts. Das ist links, so Vollidiot, Mom. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey, Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Ja, Papa. Hey, Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey, Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Wir bringen Ihnen eine neue. Oh, Billy, wie geht's dir? Hm. Nicht schlecht. Ich will auch gucken. Hey, lass mich auch gucken, Mann. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Oh, Vollidiot, Mann. Bitte sehr, Boss. Bon Appetit. Ich hab nicht mal was. Hi,
Hey, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. What the fuck? Scheiße! Jackie, warte! Wuhu! Und damit begrüße ich euch herzlich zu The Darkness 2. Oh yeah! Jetzt geht es los. Bin bei dir, Digga. Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Ja, kein Problem, Digga. No problem. Ich werde diese Schweine abschlachten. Ey, warte, ich kann schon erzählen. Jackie, komm in die Finn. Oh. In die Finn, was? Hallo, wo denn, was denn? Woo, Gegner. Bam, Junge. Ne, fick du dich. Bam, voll in den Arsch, Junge. Tschüss. Wo denn? Was denn? Aua, Mann, ich hab auch Gefühle. Ja, schön den Wein zerballern. Was da los, Junge? Ey, warte, ich will nachladen, das ist unfair, warte. Warte, ich will die. Oh, ich wollte die doch töten, Mann. Wuhuhu. Hallo, Otto. Hallo. Moment. Wo ist der Atem kommen? Ja, dann komm doch zu Atem. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Ja, Alter, Pisser, Alter. Wo wir deinen Boss hier dagegen schleppen, was ist da los? Pam, Junge! Pam! Alkohol ist gut für einen, darum schieß ich drauf, wie ein Schwein. Pam, 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 Junge! Ist fertig? Minute vorbei, Digga? Ich kann die Küche von hier aus sehen. Yeah. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, wie fliehen? Ich dachte, wir gehen jetzt was essen. Hey, warte! Ich muss... Wow! Oh, sorry. Wollte ich nicht. Ja, ich sehe euch auch, Digga. Was ist da los? Junge, die ballern immer noch. Was ist da los? Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny. Sie sind da drin. Ich sehe Gas. Schnell, gib mir das Feuerzeug. Alter, Skeletten, kein Feuerzeug, Nutte. Brand in der Hölle ist da kalt. Wow. Bam, Alter. Junge. Es gibt vier Hintergrundsysteme, von denen jeder für meine Kraft oder stirb! Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung! Stärker als ein Vater. Komm ran jetzt hier, ich hol dich! Transportiert ihn weiter! Du atmest noch, Westlitz, Kerl! Na los, komm hierher! Ich geb dir gleich! Gib dich mir hin, Jackie! Du brauchst mich! Du willst mich, Jackie! Na, will ich dich wirklich? Hallo. Ja, lass mich dich doch nehmen. Au, das tut bestimmt weh. Gib dich der Finsternis hin. Nutze meine Kraft oder stirb. Niemals. Déjà vu. Nie wieder, du Mistkerl.
Ich bin deine Erlösung. Ich bin reingekotzt. Ich versuche mich zu bewegen. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Dreckskerl? Na los, komm hierher. Ich hab was für dich. Hey, komm doch schon, chill doch. Gib dich mir hin, Jackie! Wie gebe ich mich denn hin? Ach, eh. Endlich kann ich mich nähern. Was zum Teufel? Jetzt wird's lustig. Hab dich, da du bist. Oh, das ist schon eine Antwort. Wer auch den wieder heile, Digga. Jackie? Bist du das? Du hast... Was zum Teufel ist hier los, Benny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Ja, neue Probleme mit meinen zwei Lieblingen. Hä? Ich drücke. Hallo? Halte Backspace gedrückt. Hä, drücke ich doch. Was ist da los? Soll ich nur noch drücken? Hallo? Ach so, das. Ah, okay. Fang! Oh, nee. Bam, voll in die Eier, Junge. Ja. Ich bin OP, Digga. Was ist da los? Boah, das hab ich nicht gesehen, wie er stirbt. Ah, ja. Stirb. Space, du springen. Das schaffe ich auch. Schatzi! Jenny? Jenny! Hey, warte! Lüge! Sesam, öffne dich! Keine Ahnung, meine Große jetzt muss. Heilige Maria, Mutter Gottes, Hilfe! Ich seh dich, du Wichser! Fang! Aha, ich hab eine Pistole, was ist da los? Auseinander Rups! Woohoo! Yeah! Ja, ein Schild, Digga. Was ist da los? Hä?
Headshot. Kill. Das scheint nicht mehr so ganz zu leben, okay. Und bam! Hey, ich bin Doktor! Warte! Ich möchte alle nur töten, Mensch! Ey, Junge, das war voll der Headshot, ja. Slow Motion! Wow, mach boom! Geiliger Turbo, boom, boom, bam! Geiliger Ticket, boom, boom, bam! Oh yeah! Aufstehen! Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab Estacado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Aha, du schimpfst trotzdem, Digga! Ein kleiner Kumpel! Hallo Äffchen! Verdammt lang her! Küsschen gefällig? Ich passe. Aber danke für die Hilfe. Oh. Oh. Was riecht hier so? Oh, der Toilette. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Oh. Komm schon, okay. Lass uns spielen. Ja, lass uns spielen. Aber mein Typ, der ist voll faul und will immer in sich hinsetzen. Ich hab eine Leiter in der Hand. Ey, geh an die Seite. Ey. Ja, hallo? Ja. Ich hab's kopiert, wenn du Waffen wechselt. Danke. Hallo, darf ich mich auch mal bewegen? Ach, ich soll Duo machen. Ja, von mir ist noch eine Duo-Waffe. Ja, warte, ich will erst hier hin. Weil das ist ein schönes Teil. Halte dich vom Licht fern. Ich will wirklich nur eine Waffe gerade, wartet. Zack. Genau, weil hier können wir jetzt Sachen freischalten. Oh ja, okay, am Anfang müssen wir eh das hier kaufen. Jetzt können wir uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir können einmal in Richtung Dämonen-Action gehen. Wo ich wahrscheinlich für wäre. Hier noch mehr Munition und sowas. Hier noch Waffen so verbessern. Ja, und hier noch Schwarm. Man hat einen Schwarm der Feinde in ein paar Sekunden betäubt. Nee, ich glaube, ich werde hier rein skillen, weil ich das finde ich persönlich am besten. Ja. Habe ich damals auch genommen. Ich habe das Spiel ja schon einmal durchgespielt gehabt und ich muss sagen, das Spiel hat so eine verdammt geile Story. Ich liebe dieses Spiel für die Story. Auf! Tu mir einen Gefallen und versuch die Kiste da zu öffnen.